Heute große Eröffnung. Ich bin letzte Woche schon durchgefahren, das heißt, es ist eher eine Einweihung heute des Kreisverkehrs in Vetschau, oder? Ja, es ist ein guter Tag für Vetschau. Also heute haben wir die offizielle Freigabe hier vollzogen, obwohl ja der Kreisverkehr schon einige Tage uneingeschränkt offen ist. Er kann ja schon genutzt werden, das haben ja alle Vetschauer, aber auch alle, die hier durchfahren, schon wahrnehmen können. Ich bin sehr froh, dass wir nach anderthalb Jahren Bauzeit den Kreisverkehr endlich ins Finale gebracht haben und er so genutzt werden kann, wie er sich darstellt und dadurch aus meiner Sicht sehr, sehr unkompliziert funktioniert. Interessant ist ja tatsächlich früher fertig geworden. Das passiert auch in der heutigen Welt, das ist ja schön. Also ungefähr einen Monat vor geplantem Fertigstellungstermin, aber ansonsten hat der ganze Bau komplett in dem Zeitfenster stattgefunden, wie geplant war, nämlich von März 2019 bis jetzt September 2020. Wie gesagt, vorgesehen war eigentlich mit einer Reservezeit bis Oktober, aber er kann ruhig schon eher fertig sein, das haben wir ja nun auch gesehen. Und es ist auch mal ein Zeichen dafür, dass dann, wenn man sich vernünftig ein Bauvorhaben anschaut, es durchplant, eine Zeitschiene dahinter legt und es auch so abarbeiten kann. Das hat hier sehr gut funktioniert. Man hätte spekulieren können, wäre das nicht auch schneller gegangen, hätte man da nicht auch mehr Gas geben können, hätte Fahrradkette. Ich habe einen Bauablaufplan von August 2018 gesehen. Der hat genau den besagten Zeitraum vorgesehen, nämlich von März 19 bis Oktober 20. Und in der Zeit ist der Kreisverkehr auch komplett gebaut worden. Gut geplant, vielleicht nochmal das Stichwort zum Anfang hin zurück. Ich finde der Kreisverkehr immer super, aber warum hat man sich tatsächlich hierfür auch eine Kreiselvariante entschieden? Naja, das Ganze hat eine lange Geschichte. In den 90er Jahren noch, so wie wir wissen, wurde immer noch eine Kreuzung geplant, dann wurde umgeplant und in den 2000ern fing das dann an, dass man eher Kreisverkehre sich vorgenommen hat und immer dann geprüft hat, geht an gewissen Stellen nicht doch ein Kreisverkehr, weil ja einfach den Verkehr verflüssigt und man die Technik nicht braucht für die Ampeln, weil das ist auch nicht ganz ohne, solche Ampelanlage zu betreiben, die reibungsfrei funktionieren zu lassen und sie kostet ja auch eine ganze Menge. Die braucht man beim Kreisverkehr eben nicht. Man braucht eine vernünftige Ausschilderung, ja, die ist dann auch da. Und funktioniert dann auch. Nein, Kreisverkehr war hier seit 15 Jahren immer angezeigt. Hat eine Weile gedauert, aber was lange währt, wird gut. Jetzt ist er fertig und da bin ich sehr froh drüber. Kreisverkehr ist immer ein bisschen symbolisch auch. Wir kennen Peitz die Karpfen, wir kennen Forsten Rose. Ist denn hier noch was geplant in der Mitte? Ja, wir denken schon eine ganze Weile über Kunst nach. Da muss man mal schauen, was wir da machen können, ob wir es in die Mitte stellen können oder vielmehr in das Kreisrund von dem Teil, wo wir was stellen dürfen. Es ist ja bekannt, dass zwei Drittel gepflastert wurde, weil wir dort Schwenkkurven brauchen für Windkraftanlagen, wenn die mal transportiert werden müssen, dass man da den Kreisverkehr nicht wieder aufreißen muss, sondern das ist eben so vorgesehen. Da geht nichts hinzustellen und das restliche Drittel, da müssen wir mal schauen, darf aber auch die Sicht nicht beeinträchtigen und muss andere Maßgaben erfüllen. Da sind wir noch in der Abklärung, aber insbesondere im Umfeld, um den gesamten Kreisverkehr herum, da ist auch noch Potenzial. Das gucken wir uns an, stimmen das mit dem Landesbetrieb ab und dann werden wir die nächsten Monate da noch was gestalten. Und vielleicht noch ein Satz dazu, worauf wir jetzt stehen. Hier gibt es noch einen extra Parkplatz jetzt. Ja, den hat Gott sei Dank der Bund uns ermöglicht. Er hat die Finanzierung übernommen, damit man hier nämlich eine Stelle unmittelbar neben der Autobahn und in den Autobahnabfahrten hat, wo man Fahrzeuge abstellen kann, umsteigen kann und mitgenommen werden kann. Sogenannter Mitfahrerparkplatz an solchen exponierten Stellen. Das hat man an anderen Stellen auch, wo Bundesstraßen und Autobahnen halt geführt werden. Siehe Duben, da hat das auch gut geklappt. Und der Bund hat es hier ermöglicht. Vorher war hier immer so ein wilder Parkplatz. Ja, der war recht gut angenommen. Wo soll man parken? Und wir haben es mal angesprochen, da wurde gleich daraufhin fixiert, ja, wir machen was für euch und der Bund finanziert das. Da bin ich sehr dankbar drüber, wie auch vom Land, dass da die Gelder gekommen sind und nach so langer Zeit endlich der Kreisverkehr gebaut wurde und heute fertig ist. Kosten insgesamt? 3,4 Millionen.